Man hat mir die Hände auf dem Rücken verbunden. Ich lehne mit dem Kopf an einer blickdichten Scheibe. Obwohl niemand raucht, erzählen mir die Sitzpolster von vergangenen Nikotingenüssen. Mittlerweile bin ich seit 2 Tagen hier und habe meinen Bruder immer noch nicht wiedergesehen. Ich hatte schon meine erste Gruppensitzung, aber jetzt streike ich. Vater Unser hat schon was mit Katholizismus zu tun. Es wird manchmal fälschlicherweise als kirchenkritisches Buch gelesen, was es gar nicht unbedingt ist, sondern ich wollte viel eher diese erzkatholische, dörfliche Idylle beschreiben, die eben das Milieu ist, in dem Eva Gruber und ihre Familie aufwachsen und leben und eben nicht reinpassen und daran verzweifeln. Auf einer zweiten Ebene greift der Titel dann nochmal, weil es eben sehr um diese Geschwisterbeziehung geht, nämlich um Eva und Bernhard, die daran hadern, an ihrem Aufwachsen und was ihnen passiert ist mit ihrer ganzen Familie. Und deswegen greift der Titel Vater Unser auf mehrfacher Ebene. Bernhard ist der einzige Mensch, dessen Furcht für mich schlimmer ist als meine eigene. Als Kind hat er mir einmal erzählt, dass er Angst hätte, mit dem Gesicht in den großen Kaktus am Treppenabsatz zu fallen. Ich arbeite auch an einem neuen Projekt. Es spielt wieder in Österreich. Es geht ein bisschen in die Vergangenheit zurück und beschäftigt sich mit mehreren Leuten. Was für mich die große Challenge mit dem neuen Projekt war, war, mich praktisch von dieser Stimme der Eva Gruber loszuschreiben, weil Eva Gruber tatsächlich so laut und penetrant ist, dass man sie auch beim Schreiben schwer wieder aus dem Kopf bekommt. Es war für mich halt ganz spannend oder eine Challenge für mich selbst, jetzt eine Figur zu entwickeln, die vielleicht ein bisschen leiser ist, aber deren Charakter doch so ausgeprägt ist, dass ich dem genauso gern folge wie einer Eva Gruber. Es ist natürlich irgendwie ein Traum, den ich lebe, dieses Schriftstellerinnenleben gerade. Aber dieses wirkliche Schreiben und Kreativsein ist wirklich ein verschwindender Prozentsatz dieses Berufsalltags der Autorin.